Nordamerika, Reich des echten Jurassic Parks, Reich gigantischer Sauropoden und der furchterregendsten Fleischfresser. Nachdem wir uns letztes Mal schon die Plätze 20 bis 14 auf dem Nordamerika-Dinosaurier-Ranking angeschaut haben, geht's jetzt weiter. Heute. Furchteinflößende Theropoden, gefährliche Gruppenjäger und nahezu unbesiegbare Pflanzenfresser. Dinosaurier sind eine der weiter außen liegenden Gruppen, also nur entfernte Verwandte der heutigen Vögel. Der bekannteste Vertreter Nordamerikas war Notronychus. Sein Name bedeutet so viel wie Faultierkralle und er war mit einer Höhe von 1,9 Meter und einem Gewicht von 900 Kilogramm ein mittelgroßer Vertreter seiner Familie. Mit einer Länge von 5,5 Metern konnte ihm auch nicht wirklich ein Tier gefährlich werden. Zu Zeiten des Notronychus war in Nordamerika die Zeit der Raptoren, der mit der Zeit immer größer werdenden Tyrannosauriden. New Mexico, USA, im heutigen Suni-Becken gab es damals nur einen großen Räuber, Suni Tyrannus, ein 6 bis 7 Meter langer mittelgroßer Tyrannosaurier. Aber selbst der konnte Notronychus nichts anhaben. Ich denke, er hätte es vielleicht sogar mit zwei dieser Räuber aufnehmen können. Bewaffnet war der Notronychus mit 20 cm langen gebogenen Fingerklauen, die denen von Faultieren ähneln. Daher auch sein Name. Dieser ungewöhnliche Dinosaurier besaß zwei Typusarten, Notronychus McKinley und Notronychus Graphemi. Notronychus Graphemi war etwas größer und war deutlich robuster gebaut. Notronychus war also ein Herbivore, der sich gut wehren konnte. Außerdem besaß dieser einen Keratinschnabel und ein Maul mit blattförmigen Zähnen, wie gemacht zum Schneiden von weichen Pflanzen. Warum dieser Dinosaurier nur 4 Millionen Jahre lebte, ist leider nicht bekannt. Was aber bekannt ist, ist, dass die Kreidezeit viel von vulkanischen Aktivitäten geplagt wurde, dass sich gegen Ende der Kreide immer gefährlichere Theropoden entwickelten. Albertosaurus ist der allererste Tyrannosaurier auf dieser Liste. Er wurde von 8 bis über 9 Meter lang, 2 Tonnen schwer und 3,5 Meter hoch. Albertosaurus war wahrscheinlich ein Gruppenjäger, da im Jahre 1910 im Dry Island Knochenbett des Red Deer Rivers in Kanada die Überreste von 22 Exemplaren Albertosaurier verschiedener Altersgruppen gefunden wurden. Albertosaurus hatte ähnliche Beinproportionen wie die Ornithomimidae, die die schnellsten Dinosaurier waren. Dementsprechend war dieser auch sehr schnell, vielleicht konnte er sogar Geschwindigkeiten von 40 Stundenkilometer erreichen. Somit konnte er eigentlich fast jede Beute jagen. Junge Albertosaurier waren wahrscheinlich bessere Läufer und könnten somit die Herdenmitglieder gewesen sein, die Beute in Richtung der Kiefer der erwachsenen bzw. kräftigeren Herdenmitglieder trieben. Auf der Speisekarte standen unter anderem Pachyrhinosaurier. Diese Ceratopsia lebten ebenfalls in Herden in Kanada. Albertosaurus wies die typischen Merkmale eines Tyrannosaurus auf. Er hatte kleine Vorderglieder, einen großen Schädel auf einem dicken, muskulösen Hals und mächtige Kiefer mit großen, gezackten Zähnen. Weniger massiv, dafür athletischer gebaut als T-Rex. Folgendes Sprichwort trifft es recht gut. Wäre der T-Rex ein Truck, dann wäre der Albertosaurus ein Sportwagen. Groß, schnell, wendig und genauso, wenn nicht noch gefährlicher als der T-Rex, hat sich Albertosaurus einen Platz auf dieser Liste verdient. Albertosaurus war also die etwas kleinere, sportlichere Variante von T-Rex. Naja, Albertosaurus war zwar ein Tyrannosaurier und lebte auch am Ende der Kreidezeit, war jedoch weniger wie ein Bruder des T-Rex, so wie das Pletosaurus oder Tarbosaurus, sondern mehr sowas wie ein Cousin. Denn er war nicht in der gleichen Untergruppe von Tyrannosauriern zu Hause, sondern in der Nachbargruppe. Eine Gruppe dieser Räuber war wohl kaum aufzuhalten, denn wer Ceratopsia jagen kann, muss sich vor keinem anderen Dinosaurier verstecken. Mehr zu Albertosaurus gibt es im Steckbrief der arktische T-Rex. Natürlich darf auch ein Hadrosaurier auf dieser Liste nicht fehlen. Parasaurolophus war der bekannteste unter den Hadrosauriern, die einen Kamm trugen. Diese Untergruppe sind die Lambeosaurinae. Der Kamm des Parasaurolophus bildet sich aus einer Prämaxilla und dem Nasenbein heraus und ragte bis über seinen Schädel hinaus. Einschließlich des Kopfkamms besaß er einen 1,6 Meter langen Schädel.
einer Höhe von 4 Meter, einer Länge von 10 Meter und einem Gewicht von 5 Tonnen war er ein sehr großer Hadrosaurier. Jedoch machten seine kräftigen Hinterbeine sein Gewicht wieder wett. Da sich Parasaurolophus sowohl quadruped als auch biped fortbewegen konnte, war es ihm dank genau dieser Hinterbeine möglich, sogar Geschwindigkeiten von bis zu 40 Stundenkilometer zu erreichen. Ihm dürften wohl nicht zu viele Reue beim Laufduell überlegen gewesen sein. Das auffälligste Merkmal war allerdings der Kamm, über dessen verschiedene potenzielle Funktionen jedoch noch immer spekuliert wird. Widerlegt ist, dass der Kamm als Schnorchel tauglich war und die Hypothese, dass dieser dem Parasaurolophus zu einem besseren Geruchssinn verhalf. Er könnte aber auch unterschiedlich ausgesehen haben und so zur Identifikation von Art und Geschlecht gedient haben, vielleicht auch zur Regulierung der Körpertemperatur. Die bekannteste Theorie ist, dass dieser Kamm zur Verständigung untereinander gedient haben könnte. Damit hätte er zum Beispiel verschiedene Laute und Töne von sich geben können. Ob diese Dinos mit diesem Kamm eine komplexe Kommunikation beherrschten, ist uns leider ein Rätsel. Er besaß also quasi ein urzeitliches Instrument in seinem Repertoire. Vielleicht gab es ja sogar eine Art Achtung, der Feind kommt Ruf, den er über das Horn hinaus posaunte, wenn Fleischfresser im Anmarsch waren. Dieser Ton wäre immerhin auch nützlich gewesen, da Parasaurolophus neben einigen furchteinflößenden Fleischfressern lebte. Gorgosaurus, Albertosaurus, Dromaeosaurus und Rodon. Trotz alledem waren die Entenschnäbel die weltweit am weitesten verbreitete Gruppe Dinosaurier zu dieser Zeit. Sie wussten sich auf jeden Fall zu verteidigen. Natürlich darf auch ein Dino, der die Hadrosaurier jagen konnte, nicht fehlen. Ich spreche hier über einen Dromaeosaurier und nicht über irgendeinen, sondern über die Schreckenskralle höchstpersönlich, Deinonychus. Deinonychus war vermutlich der gefährlichste Rudeljäger aller Raptoren. Mit einer Körperhöhe von 1,3 und Körperlänge von 3,5 Meter war er sehr groß und mit nur 70 Kilo auch sehr wendig. Sein Körperbau ließ ihn sehr schnell werden. Mitunter einer der schnellsten Räuber mit Geschwindigkeiten von ca. 50 Stundenkilometer. Kein olympischer Sprinter wäre vor diesem Raubtier davongekommen, geschweige denn einem ganzen Rudel. Deinonychus antiopus lebte vor 112 bis 100 Millionen Jahren in den USA, unter anderem in Montana und Wyoming. Er war ein Rudeljäger. Seine größten Waffen waren die Krallen an seinen Händen und Füßen, seine Geschwindigkeit, Wendigkeit und Intelligenz im Rudel zu jagen, sowie seine Sehkraft und seine scharfen, gezackten Zähne. Mit seinen Krallen konnte er sowohl schlitzen, als sich auch auf seiner Beute festkrallen. Herausstechen aber tut jeweils eine Kralle auf jedem Fuß. Diese wird auf ca. 12 cm Länge geschätzt, also eine mächtige Waffe. Deinonychus war einer der größten Raptoren und war damals sogar als Modell für die Jurassic Park Raptoren gewählt worden, die allerdings mehr als anderthalbmal so groß dargestellt wurden wie Deinonychus selbst. Deinonychus machte also seinem Namen Schreckenskralle alle Ehre. Aber was jagte er? Naja, um die gleiche Zeit am gleichen Ort lebte auch ein gewisser Pflanzenfresser, der zu den Iguanodontia gehörende Tenontosaurus. Der 7 Meter lange, 1 Tonnen schwere und 2,3 Meter hohe Pflanzenfresser hatte wohl gegen ein ganzes Rudel dieser Räuber keine Chance. Vielleicht konnte er den ein oder anderen mit seinem Körpergewicht erdrücken, aber früher oder später dürfte er wohl in einem Kampf entweder an Blutverlust oder einen Stich in den Hals gestorben sein. Ich denke, wenn man den Faktor berücksichtigt, dass manche Räuber auch in Rudeln unterwegs waren und Deinonychus schon als einzelnes Tier gefährlich genug war, dürfte er sich schon seinen Platz auf dieser Liste verdient haben. Dieser zu den Carcharodontosauriern gehörende Räuber war bis zu 12 Meter lang. Er war relativ leicht gebaut mit einem Gewicht von nur 2,5 Tonnen. Er wurde 5 Meter hoch und seine Körperform war recht einzigartig. Denn Acrocanthosaurus wird auch die Dornechse genannt. Genauer gesagt übersetzt sich sein Name auf hoher Stachelechse. Acrocanthosaurus war also relativ leicht gebaut. Wissenschaftler schätzen seine maximale Geschwindigkeit sogar auf 40 Stundenkilometer. Ziemlich furchteinflößend für so einen großen Räuber. Das auffälligste Merkmal war sein bis eventuell zu 50 cm hohes Segel auf dem Rückgrat. Acrocanthosaurus lebte vor 125 bis 100 Millionen Jahren in Oklahoma, USA. 25 Millionen Jahre ist für einen Dinosaurier eigentlich ziemlich lange, was darauf hindeuten lässt, dass dieser ein sehr gut angepasster Räuber war.
denn er besaß zusätzlich zu seiner Größe noch drei Klauen an jeder Hand, mit denen er sich sicher auch unter anderem an Beute festhalten konnte. Die Schulter war aber in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt im Vergleich zum Menschen, was schlussendlich heißt, dass auch seine Unterarme nicht so beweglich waren. Zum Schlitzen waren die Krallen also eher weniger gut geeignet, aber zumindest zum Festhalten könnte er sie benutzt haben. Außerdem besaß er einen riesigen Schädel, der allein 1,3 Meter maß. Der Schädel war auch bei ihm, so wie bei den meisten Allosauriern, lang, flach und schmal. Er war wohl der letzte große Carcharodontosauride in Nordamerika, denn später übernahmen immer mehr Raptoren und Tyrannosauriden diese Gegend. Dafür waren die Carcharodontosaurier die dominante Spezies in Südamerika. Jedoch war Acokanthosaurus ein spezieller Carcharodontosauride, denn er war einer, der sich allein mit Sauropoden wie Sauroposeidon andeckte. Aber Achtung, sein Körperbau war in dieser Konstellation wie ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht konnte er sich sogar festkrallen, weil er ja nicht so schwer war, aber der große Nachteil dieses schmächtigen Körpers ist, dass er auch leichter verletzt werden konnte. Wurde er zum Beispiel von einem Schwanzhieb des Sauropoden getroffen, könnte er vielleicht schon lebensgefährlich verletzt worden sein. Da dürfte er es mit Beute wie Tenontosaurus leichter gehabt haben. Zeitgleich mit Deinonychus, Sauroposeidon und Tenontosaurus starb auch Acokanthosaurus aus. Wieso ist uns ein Rätsel, aber vielleicht hängt es ja mit diesen koexistierenden Dinos zusammen. Aber Acokanthosaurus war nur einer von vielen großen Räubern, die Nordamerika hervorbrachte. Er bleibt jedoch einer der größten, stärksten und auch am längsten überlebenden Räuber der Urzeit. Natürlich darf auch Stegosaurus nicht auf dieser Liste fehlen. Stegosaurus bedeutet Dachechse. Diesen Namen bekam er aufgrund der 17 Knochenplatten, die auf seinem Rücken verlaufen. Aufgrund seiner Einzigartigkeit, also seiner Schwanzstacheln und Rückenplatten, ist Stegosaurus einer der bekanntesten aller Dinosaurier. Stegosaurus war ein Herdentier und lebte auch gemeinsam mit dem kleinen Pflanzenfresser Camptosaurus. Stegosaurus erfüllte die Funktion des Schutzschilds, schützte Camptosaurier vor Räubern wie Allosaurus oder Saurophaganax. Dafür könnte der Camptosaurus die Rolle einer Alarmanlage erfüllt haben und gab Alarm, sobald der Feind sich näherte. Stegosaurus besaß zu seiner Verteidigung die Schwanzstacheln und die Knochenplatten. Die Schwanzstacheln konnten Räubern immensen Schaden zufügen, sogar mit einem Hieb deren Ende bedeuten. Es gibt die Theorie, dass die Knochenplatten als Verteidigung, als Bedrohung zur Schau gestellt wurden, indem Stegosaurus sie mit Blut vollpumpte und sie gefährlich ausschauen ließ. Viel eher wurden die Knochenplatten aber wohl zur Partnersuche verwendet, denn wer die größeren Knochenplatten hatte, war vielleicht auch attraktiver in den Augen der Weibchen. Das ist zumindest die wahrscheinlichste Funktion dieser. Stegosaurus fraß Moose, Farne, Schachtelhalme, Palmfarne und Koniforen oder Früchte. Zum Verdauen verschlang er auch Steine. Doch wie gut war Stegosaurus im Kampf? Ich würde behaupten, er hätte zumindest gegen jeden Fleischfresser seiner Zeit eine Chance, wenn er nicht sogar fast immer gewinnen würde. Er war einfach ein Monster der Verteidigung und schwer zu erlegen. Ein einzelner Allosaurus wäre wohl in den meisten Fällen gescheitert. Stegosaurus lebte immerhin vor 157 Millionen Jahren bis 145 Millionen Jahren zur gleichen Zeit wie Allosaurus, Ceratosaurus, Torosaurus und dem mächtigen Sauropharganax bzw. Allosaurus maximus. Er war 7 Meter lang, 2,5 Meter groß und 2 Tonnen schwer. Seine Geschwindigkeit ist mit 6 bis 7 Stundenkilometern weniger erwähnenswert, denn er war kein großer Läufer, sondern eher einer, der es mit Gemütlichkeit macht. Zumindest mit den eben schon erwähnten Räubern Brachiosaurus und Diplodocus starb er dann jedoch vor 145 Millionen Jahren zu Ende der Jurazeit aus. Diplodocus ist der erste Sauropode auf dieser Liste. Dieser Pflanzenfresser erreichte eine Länge von 27 Meter, ein Gewicht von 15 Tonnen und eine Höhe von 5 Meter. Sein Name bedeutet Doppelbalken. Er gehört der Gruppe der Diplodocoidea, einer Untergruppe der Sauropoden, an.
Diese Gruppe definiert alle Dinosaurier, die näher mit dem Diplodocus als dem Titanosaurier Saltasaurus verwandt sind. Diplodocus besaß wie alle Dinos seiner Gruppe einen langen Hals und langen, peitschenartigen Schwanz. Der Schwanz war wahrscheinlich das Gegengewicht zum Hals. Sie waren im Vergleich zu ihrer Größe aufgrund von Hohlräumen relativ leicht gebaut. Diplodocus besaß einen langen, flach abfallenden Schädel und schräg nach außen gerichtete Vorderzähne, die groß und dünn waren und vermutlich wie ein Rechen benutzt wurden, um Blätter und Früchte von den Bäumen abzuweiden. Forscher glauben, dass sich Diplodocus auf seine Hinterbeine aufrichten konnte und sich in höheren Stockwerken ernährt haben könnte. Diplodocus ist uns auch durch ein vollständiges Skelett bekannt. Er besaß rund 80 Wirbel in seinem Langschwanz. Dies macht diesen sehr beweglich und vielleicht konnte er ihn sogar mit Überschall schwingen, also eine mächtige Waffe gegen Räuber. Wie eine meterlange Peitsche sozusagen. So verteidigte er sich unter anderem gegen Allosaurus-Angriffe. Außerdem war Diplodocus ein Herdentier und hatte oft nur in den frühen Stadien seines Lebens etwas zu befürchten, da ja jeder Dino klein anfängt und Dino-Babys immer mehr gefährdet sind als die erwachsenen Tiere. Also hatte er als ausgewachsenes Tier eigentlich keine Feinde. Selbst ein Allosaurus-Rudel ging oft nicht erfolgreich aus. Diplodocus war also eines der mächtigsten Tiere und eines der Gesichter des Jura-Zeitalters. Das war's mit Part 2 von dieser Dinosaurier-Top-Liste. Das verwendete Videomaterial ist natürlich wie immer unter anderem von Julian Johnson Mortimer und Prehistoric Productions. Checkt die beiden gerne aus. Gerne könnt ihr auch Instagram abchecken für weiteren Dino-Content. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr ebenfalls gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ansonsten noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Euer Megaraptor.